Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play The Forest. Wir sind wieder im Wald unterwegs und wollen heute weiter Stöcker sammeln, denn der Plan ist auf jeden Fall fürs Erste, möglichst ZZ hier ziemlich zügig die Blumenkästen fertig zu kriegen, und dafür müssen wir glaube ich noch zweimal Holz holen. Also einmal mindestens, und zweimal kann sein. Hä? Die Schildkröte. Schildkröten. Ein bisschen freaky geworden irgendwie. So, wir brauchen noch 112 Loks. Hier passen immer irgendwie 50 rein oder so, ne? In den Schlitten, wenn er voll ist. Wir wissen ja, wir haben oben in der Base noch mehr als genug Holz. Dann wollen wir uns mal ein bisschen holen. Ne? Wenn wir mal hier zum Beispiel hinfahren, einfach mal hier erstmal stehen lassen. Ach nee, hat er gleich Angst gekriegt. Oh ja, das waren richtig viele. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zu gucken, ob man so Seeds bekommt, wenn man den Beutel nimmt. Ja, bringt auch nichts. Muss einen anderen Trick für geben. Ach, wie schön unsere Base doch ist. Muss mal wieder ein bisschen erweitert werden eigentlich, ne? Für neue Bauten. Es wird Zeit für neue Bauten hier bei uns. Irgendwas muss hier noch mehr entstehen. Vielleicht auch diese Türme noch mal weiterziehen. Aber ich glaube, wir können nicht mehr anschließen an den Seiten. Wir könnten aber von dem mittleren Turm hier wieder einen hinstellen. Und hier weitergehen und dann wieder in die Seiten verzweigen. Ich glaube, das machen wir. Demnächst. Keine Sorge. Erstmal eins zur Zeit. So. Könnte aber... Ah, wolltest du mal gucken, ob ich noch da bin? Ich bin noch da. Sag mal, was sagen, wieso das hält er denn aus? Das war mal eine Schlagkombination hier. Knochen haben wir nicht viel aktuell. Ich esse aber mal noch mal ein Lurch, ne? Lurch to go. So, was müssen wir heute noch machen? Wir müssen heute auf jeden Fall noch dem Flugzeug einen Besuch abstatten. Das waren wir nämlich noch nicht in der heutigen Aufnahme-Session. In einer heutigen Folge habe ich auch gerade eben ganz vergessen, aber da kommen wir eh noch mal hin. Das Boot einmal besuchen. Da gibt es ja immer ein bisschen Stoff für uns und Schokolade. Schöne Mischung. Stoff mit Schokolade. So, hier ein bisschen... Sammeln hier nur eben unsere Stöcker schnell mal ein. Ein paar kommen hier noch zusammen. Weil es einfach viel zu viele sind. Was für vertrocknete Blumen hier. Sehen zumindest so vertrocknet aus. Das dann noch eh ganz lange gedrückt halt, wenn man die Samen haben will. Nö. Okay, das brauchen wir schon nicht mehr. Hier vorne das Ganze können wir uns gleich noch holen. Erstmal wieder mit uns reinpacken hier in den Lokschlitten. Geht da Loks? Irgendwo fehlt uns noch ein. Achso, das wird bei der... Das ist bestimmt die... Da hatten wir die zu Ende gebaut. Die Treppe im Sinkhole. Ich bin ja ein Freund von abgeschlossenen Baustellen. Ich weiß, dass wir immer noch diesen einen unterirdischen haben. So,
Wege werden weiter. Gut, ist voll. Lass uns doch die drei hier nochmal mitnehmen. Die sind doch auch jeweils recht gut mit Stöcken hier. Wie schön hell der schon wieder ist. Zwei fehlen uns noch. So, ne? Haben wir genug. Lokschlitten voll, wir sind voll. Ab zur Baustelle, zu den Blumenkästen. Müssen wir aber so viel Zeit in Blumenkästen investieren. Das hätte vorher auch keiner für möglich gehalten. Ja, was machen wir zusammen mit unserer Hütte? Auch noch ein zweites Stockwerk drauf. Auf jeden Fall hier vorne erstmal die Sicherheitsmauer. Das wird echt mein nächstes Projekt sein. Die Mauer ziehen wir bis ein ganzes Stück vorbei. Natürlich gibt es wieder einen Eingang. Altbekanntes Bauprinzip. Schöne Mauer mit Verstärkung auf der anderen Seite. So, hier haben wir ein bisschen wenig Platz auf dieser Seite. Aber egal, wir kriegen es fertig. Machen wir aber gleich erstmal drin noch die beiden Lampen fertig. So, ne, hier die drei. Da die drei. Wird für ein bisschen mehr Licht nachts sorgen. Ach, weil das zwei sind, sind das noch zu viele. 53 noch. Noch. Da gehen wir erstmal auf die Yacht. Wir looten erstmal alles, was wir wieder brauchen können. Ja, Stoff, Stoff. Ein Stoff, die Kapitänsmütze. So, habt ihr doch hier bestimmt wieder ein paar Schokoriegel für uns hingelegt. Neue Sauerstoffflaschen, die wir aktuell nicht brauchen, weil wir nicht groß getaucht sind. Hier könnten wir speichern, muss ich aber aktuell nicht. Mach ich gleich. So, ne? Also wieder raus. Nehmen wir unseren Schlitten. Und fahren wieder zur Base. Hier oben sind mal viel zu viel los. Das schaffen wir nie. Er sich denn gerade so komisch bewegt. Ist eine Schildkröte unterwegs? Ach doch, zwei sind hier sogar. Ich habe nur den einen erst gesehen, den weißen. Alter, das war ein guter Treffer von ihm. Das ist auch, ich habe hier so ein bisschen Angst, meinen eigenen Zaun kaputt zu machen. Deswegen war ich so ein bisschen zaghaft hier. Jetzt kommen da schon seine Verstärkungskollegen. Und die halten so viel aus, das nervt doch. Ich trinke nochmal schnell eine Soda. Der ist down und jetzt hauen die ab oder was? Na toll. Haben wir es tatsächlich geschafft, die ganzen Lurche, die wir so vorgestern gesammelt haben, alle wieder zu verschwenden.
Hier liegt keiner mehr. Die sind schon. Sind schon gar nicht mehr da. Dann würde ich die beiden noch mal kurz mal hier, ne? Einmal in Brand setzen. Kann ich schaden, wieder ein paar Knochen mehr sammeln. Für Knochenrüstung, ne? In der Zwischenzeit holen wir uns hier schnell die Stöcker. Da sehen wir, wie wichtig das ist, die Verteidigungswand groß weiter aufzuziehen. So, warten wir noch eine Sekunde, dann dürften die alle erledigt sein, genau. Na toll, jetzt kommt einer wieder von denen. Och. So, das reicht mir jetzt mit denen, hauen sie wieder ab. Feiglinge. So viel haben wir hier in unserer Base gar nicht mehr. Gibt's auch gar nicht. Nix braucht so viele Stöcke wie so ein paar Blumenkisten da an den Fenstern. Lange nicht mal alles so gerupft hier, ne? Dann machen wir uns jetzt nochmal schnell auf den Weg zum Flugzeug und auf dem Weg dorthin gibt es ja auch noch den einen oder anderen Stock. Denn auch hier jedes Mal das Gleiche. Alles ist dicht gewuchert. Wie welche neuen komischen Teller sind hier oder was? So, 16 von 34. Nehmen wir den noch und das ist ja ein. Ist ja ein Vierer oder ein Fünfer. Wir haben alles. Wir wollen uns mal wieder ein bisschen was zu essen hier aus dem Flugzeug gönnen. Die Soda wieder. Medizin brauchen wir nicht. Haben wir zum Glück nichts verloren. Schmeißen hier mit Schnaps und Medizin um uns. Wollen wir das nicht brauchen. Gibt Schlimmeres. Das passt ja genau für zwei Knochenrüstungen. Sollte aber auch nicht mehr machen, weil so viel Stoff haben wir dann nicht. Ach nö, Leute. Hoffentlich war das nicht hier vorne. Dann sollen wir lieber ein bisschen entspannt laufen. Tür zu. Ich renne die ganze Zeit mit dem Feuerzeug rum. Wen stürzt auch? Ist euch gar nicht aufgefallen. Gibt's zu. Es kann nicht mehr getragen werden. Steine, es kann nicht mehr getragen werden. Steine. Aber brauchen wir doch auch gar nicht. Ach, hier unten liegt ja doch noch einer mit leichten Zuckungen. So, schön, ne, dass wir das noch schaffen. Wieder ein Bauprojekt weniger. Auf falsche Seite.
Sehr, sehr, sehr schön. Hier unser Schwein, sehr, sehr schön. Alle Blumenbeete. Vier Stück, vier Gegner. Alle Blumenbeete sind fertig. Ja. Nächstes Wochenende, Leute. Wir hauen hier vorne die ganzen Wälder weg, die ihr hier so seht gerade. Und machen wir uns noch eine riesen Wand von dort bis hinten zum bis zu dieser Klippe. Dass wir hier wirklich in Ruhe sind. Und dann können wir uns überlegen, was wir hier noch machen. Noch irgendwas drauf bauen. Ob wir hiermit abschließen. Ob wir hier rundherum einfach noch ein bisschen Steine zum Beispiel bauen, so als weitere Verzierung hier oben. Vielleicht auch ganz schick aussehen. So als Terrassenabgrenzung. Oh, verdächtig laufen die Leute da hinten. Ich würde sagen, wir haben ja alles gelootet. Dann soll es mal gewesen sein für heute. Wir kommen jetzt hier eh nicht mehr so richtig voran. Die Leute belagern uns da vorne. Wir haben die ganzen schönen Blumenbeete fertig. Wird natürlich hier vorne nochmal gucken. Ich renne da einmal rum. Guck mal, hier ist sogar schon was gewachsen. Ist es nicht schön, unsere Blumendeko? Das können wir jetzt ernten, aber wie kriege ich Saat? Ich weiß es nicht. Weil so Aloe Vera an sich bringt uns nichts. Hoffentlich das andere wächst auch noch oder ist das eingegangen? Naja. Weiß man nicht, ne? Na gut, liebe Leute, danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Wochenende hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr hinterlasst einen kleinen Like und einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und schaltet dann einfach nächstes Mal wieder rein. Bis dahin und tschüss.